Hallo meine Lieben, ich bin Irina und ich möchte jetzt die Gewinnerin. So, ich bin so zwischen Tür, wie sagt man, zwischen Tür und Angel. Ich beeile mich, weil ich habe heute... So, Moment, wo habe ich die Gewinnerin gespeichert, dass ich sie... Ach Mann. Oh doch, so, gleich. So, ihr Name lautet Rita. Leider ist schwierig zu lesen. Rita Songradi. Rita Songradi. So, sorry. So. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde auf jeden Fall Ihren Namen, ich habe das schon bestimmt gemacht, weil jetzt gerade Verlosung war. Ich mache zuerst Video und dann werde ich das posten auf der Community. Das heißt, dass ich schon vor dem Video da ist. So, jetzt zum nächsten Verlosung. Meine Lieben, wenn ihr schon schreibt Verlosung, bitte die erste. Bitte verlosen schreiben. So groß, dass ich das sehe, dass ich das merke, nicht irgendwo da hinten. Erste Wort in eurem Kommentar sollte verlosen sein. So wie aussieht, nicht jeder versteht das. Versteht ihr, wenn ich schaue alle, ich kann das nicht sehen. Ja, blind. So, zweitens, bitte seid aufmerksam von einer Verlosung zu dem anderen. Das heißt, jetzt ist die 14. heute. Wo ist mein Kalender? So, heute ist die 14. ja? Bis 20. Juni. Diese Verlosung jetzt von diesem Video, von 14. bis 20. Juni 2021. Ich muss jetzt noch ja sagen. So, ist so. Wenn du, liebe Rita, jetzt bis 20. 21. Juni nicht gemeldet. Du musst dich melden jetzt bis diese Zeit. Die Verlosung dauert nur eine Woche. Das heißt, unter diesem Video, nur unter diesem Video, ihr schreibt Kommentar Verlosung. So, ich hoffe, ich habe erklärt jetzt. Klar und deutlich. Erstens, Verlosung. Zweitens, nur eine Woche dauert und bitte, wer hat jetzt gewonnen, wie diese Woche habt ihr bis Sonntag, bitte sich melden, danach ist zu spät. Und noch eine, meine Lieben, ich merke, diese kostenlose Legung zu verlosen, ja, ist nicht so wichtig für euch. Ich verstehe schon, jemand könnte krank werden. Aber wenn ich mir Zeit nehme und ihr nicht mal absagt mir, vorbei, meine Lieben. Versteht ihr? Vorbei. Wenn schon zweimal wurde verlegt, Legung, ich werde auf dritte Mal nicht einlassen, nur kostenpflichtig. So, jetzt möchte ich weiß es noch nicht, aber ich denke, irgendwie eine Botschaft werde ich gleich von dem Tarot für euch. Ich nehme die. So, welche Botschaft möchte uns Tarot sagen? Für alle als allgemeine Kollektiv, von kollektiven allgemein, ja, kollektiven Unterbewusst für uns allgemein. Das ist schon interessant. Welche Botschaft wollen wir sagen? Kann sein, dass jemand hat mit Kindern, sich bitte nicht einmischen in Kinderspiele. Lass die Kinder Kinder sein, die Kinder müssen wachsen. Das heißt, ich sag mal so.
nicht zwischen zwei Kinder rangehen und kluge Sachen sagen. Lass die Kinder bei spielen. Ja? Für manche von euch wird so eine Botschaft lauten. Die zweite Botschaft ist: Meine Liebe, entscheide dich für eine Sache. Vergangenheit bitte in Ruhe lassen. Du machst so einen Spagat, siehst du, weil du nicht die Vergangenheit lösen kannst. Du musst dich für die Zukunft entscheiden. Bitte mach das. Mach das wie ein kleines Kind, loslassen. Ein Kind, normalerweise ein Kind, er ist noch nicht so anhänglich wie wir Erwachsene. Er schneller ist. Wie soll ich sagen? Der kleine Kind, zum Beispiel, aha, dieses Spielzeug ist nicht mehr interessant und nimmt schon die andere. Genauso, wir müssen von einer auf die andere Sache irgendwie nicht klammern, sich ablenken, egal wie, sich ablenken und weitergehen, meine Lieben. Weil hier ist auch Transformation, das bringt dich weiter, das bringt dich in neue Prozesse, in neue, wie soll ich sagen, das ist, ich glaube, das ist die, ich sag mal so, kann sein, bei manchen wird das wie Wochenorakel sein. Versteht ihr, meine Lieben? Welche noch Botschaft? Ja, bei oft von euch, jemand hängt an einen Mann. Jemand hängt an einen Mann, gebrochenes Herz. Hier sehe ich auch Dreieckbeziehung. Das heißt, loslassen. Nicht mehr diesen Mensch beobachten. Versteht ihr, meine Lieben? Weil ich weiß, ihr merkt solche Details. Er schaut, wir sind schon lange auseinander, aber er schaut meine Geschichten in Instagram, in Facebook, in diese Story oder noch irgendwo. Meine Lieben, seid ihr nicht so kindisch und naiv? Na und? Wenn ihr geht in diese, wie sagt man, ihr wollt jemanden nur eins schauen. Ihr klickt drauf und dann geht schon weiter. Versteht ihr, meine Lieben? Vielleicht ist bei ihm doch so. Ja und? Neugier, das heißt noch gar nichts, dass er will noch mit dir zusammen sein. Versteht ihr, meine Lieben? So, bitte loslassen. Mach diese Spagat nicht. Du machst dich nur kaputt. Auf Dauer dieses Spagat schaffst du nicht. So, jetzt werden wir nehmen noch die Engelbotschaft für euch. Ich werde sagen, das ist wie Tagesbotschaft. Oder eine Botschaft. So. Welcher Engel soll dir dabei helfen? Der Engel des Abenteuers. Das Leben ist Abenteuer, das dir wie immer wieder neue Chancen bietet. Man muss sie nur sehen. Ergreife sie und schlage Wege ein, die dir schöne Erfahrungen bereiten werden. Biete deinen Engel aufmerksam zu sein, dich auf diesem Weg zu begleiten. Und erforsche alles für dich neu, mit Mut und Begeisterung. Sobald du diese Spagat, diese Schmerz, sobald du das gelassen hast, bitte dein Engel des Abenteuers, dass er dir Mut und Begeisterung gibt. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diese Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich gratuliere nochmal Rita, ohne, weil es ist schwierig, euren Namen zu lesen. Es tut mir leid, meine Lieben. Und ja, jetzt, wer möchte nicht weiter hören, kann jetzt weitergehen, wer beschäftigt ist. So, jetzt nur kleine Annonce, wie Plan lautet bei mir jetzt diese Woche. Montag, Mittwoch, Freitag, Videos kommen immer um 16 Uhr.
Dann am Sonntag kommt um 10 Uhr, wenn ich das schaffe. Weil für Sonntag mache ich einen Tag vorher. So, weiter. Donnerstag und Samstag um 18 Uhr ist ein Livestream für eure private Fragen. Ich hatte eigentlich vorgenommen, Legung zu machen, aber leider, ja, leider, zum Glück, auch gut für mich, für die private Fragen. 5 Euro für eine private Frage. Meine Lieben, ihr denkt 5 Euro, ich bekomme die 5 Euro nicht. Ihr habt schon vielleicht von anderen Kartenlegern gehört, dass ein Drittel, ich glaube ein Drittel oder sogar mehr, nimmt YouTube sofort. Das heißt, von diesen 5 Euro, ein Drittel, wir rechnen, ein Drittel nimmt. Danach, wenn ich dieses Geld bekomme, erst einen Monat später, dann bekommt das Hälfte davon Finanzamt. Versteht ihr, meine Lieben? Darum bleibt nicht mal 2 Euro. 1,50 Euro ungefähr bleibt mir übrig. Das heißt, ihr bezahlt 5 Euro, ich bekomme 1,50 Euro. Aber, das ist wenigstens irgendwie welche Energietausch. So, nochmal. Livestream ist am Donnerstag und am Samstag um 18 Uhr. So, eine Stunde. Ich nehme ungefähr eine Stunde, weil länger als eine Stunde ist mir ja zu viel. Ich bin zu schnell müde. So, meine Lieben, schönen Tag, schöne Start in neue Woche. Bleibt gesund. Ich freue mich für eure Kommentare. Danke für eure Feedback. Ihr seid die Besten, meine Lieben. Ich habe euch sehr lieb. Danke, danke, danke. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben, und bis nächste Video. Tschüss, Papa.